It's Dark, It's Souls Remastered. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Speedrandale ist wieder angesagt bei Rocket Beans TV. Mein Urlaubsspaß geht weiter. Mhm. Na, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon da draußen vor einiger Zeit den Elden Ring Speedrun gesehen. Und wer Elden Ring sagt, der muss auch Dark Souls sagen. Und richtig. Ja, schön, freut mich. Ne? Also da zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Mach ich immer sehr, sehr gerne. Wir werden gleich Dark Souls Remastered sehen. Wie lange ist ja, dass ihr Dark Souls gespielt habt? Gespielt? Ja. Oh, gar nicht so lange her. Ich mache ja regelmäßig Dark Souls 1 Randomizer. Natürlich. Ah, also, hier, seht ihr auf Twitch, könnt ihr gerne. Ja, genau, da könnt ihr mir zuschauen. Und ich liebe Dark Souls. Super geiles Game. Das ist sehr gut. Und ich habe den dritten. Kurz vor Elden Ring war ich mit dem dritten fertig, den ich da auch blind, also zum ersten Mal gespielt hatte. Kann man auch übrigens, können wir auch noch mal einblenden. Das haben wir nicht bereit. Doch? Natürlich. Geil. Ein eigenes Insert. Ja, das kann ich. Pro Einblendung kriegen immer so viel Euro bei dir vom Konto weg. ich spiele auch nur Elden Ring im Moment. Oder halt ab und zu mal was Kleines anderes. Sehr unbedeutende gut, andere Spiele neben Elden Ring. Und Dark Souls natürlich. Ja, ich wollte es vor ein paar Monaten noch mal spielen, weil da gibt es so ein Patch, wo man so ein Fan-Patch, wo du die Waffe gegen eine AK-47 austauschen kannst. Ja, will ich auch noch unbedingt spielen. Und das klingt so ganz lustig. Das klingt verdammt lustig. Ja, das, bevor wir aber zu weit dann hier einsteigen, das Ganze, begrüßen wir doch unseren Gast. Wer ist denn da? Hallo. Hallöchen, hier ist der Lito. Moin. Moin, moin, Lito. Schön. Ja, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe heute, wie schon erwähnt, einen Klassiker mitgebracht. Back to the Roots, nachdem die ganze Welt irgendwie Elden Ring spielt. Dachte ich mir so im Februar, ja, ich fange mal an mit Dark Souls Remastered Speedruns. Und ja, mache das Ganze in der Kategorie Any Percent Glitchless. Und bin gespannt, wie es heute läuft. Wir werden wahrscheinlich Tode sehen, weil das Ganze immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, wenn man Dark Souls Speedruns macht. Aber ich denke, wir werden das Pferd schon schaukeln irgendwie. Das ist sehr gut. Das ist interessant, aber ne, also gerade Souls oder Souls-Likes glitchless, ungewohnt, weil gerade möchte man da ja die Glitches dann da ausprobieren. Was hat dich denn bewogen, dann ausgerechnet glitchless zu machen? Ja, die Glitches sind für mich ein bisschen zu overpowered. Also man kann sich da relativ früh, sobald man das erste Mal bei André, dem Schmied, ist, einfach Levels ercheaten, in Anführungszeichen. Und ist für mich dann nicht mehr so interessant, wenn man dann so overpowered ist, so früh. Bei uns wird das jetzt relativ ähnlich sein. Wir werden jetzt nicht so underleveled oder underpowered sein. Wir nehmen nämlich die Black Knight Halberd, was zu dem Run auf jeden Fall dazugehört. Falls wir die nicht kriegen sollten, werde ich die übrigens ins Inventar cheaten. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, falls da auf einmal ein Black Knight Halberd drin ist. Es ist ein Showcase-Run. Ja. Also vielleicht wird dir der Weltrekord aberkannt, aber in unseren Herzen bist du der Weltrekord, Alter. Ja, Weltrekord bin ich noch ein bisschen weit entfernt. Der ist bei 46 Minuten übrigens. Okay. Ah, und deine PB? Meine PB ist bei 1 Stunde 9 und 48 Sekunden, aber ich versuche das alles noch so ein bisschen unter eine Stunde zu drücken. Das ist so mein übergeordnetes Ziel erstmal. Nicht so weit weg von meiner PB, 34 Stunden. Geht, ja. Ist nicht so weit. Wir alle sind Speedrunner. Ne? Ja, du kannst natürlich gerne erklären, wann du dabei bist. Falls wir dir zu sehr auf die Nerven gehen mit den Nachfragen, dann sag aber Bescheid, dann halten wir auch gerne die Schnauze. Mhm. No? Alles klar. Wenn du magst, kannst du gerne einen Countdown machen und dann können wir loslegen. Dann würde ich erstmal mit der Charaktererstellung anfangen. Das wäre vielleicht schon mal eine Idee. Sehr guter Name. Dalé. Ich hab alles richtig gemacht. Sehr guter Name. Dalé. Salvador genau. Dalé. Dalé, genau. Ja, sein Pinsel war ein Schwert. Ja. Ey, es gibt typisch einen Pinsel oder so. Okay. Aber ich finde auf deine Karriere, ist es immer noch Mike Krieger? Ja, Mike, der Nasenmann, ja. Sieht aber, leider habe ich die Nase lange nicht mehr gesehen, weil die ganzen Helme und so, ne, die verdecken die Schönheit. Ja. Ich finde es voll schade. Okay, genug gelabert. So. Ja. Genau. Mach ruhig den Countdown. Mach mal. Countdown kann starten, sobald ich hier auf OK gedrückt habe. Mhm. 3, 2, 1, let's go. Alright. Ich werde übrigens nebenher mein Live-Split am Laufen haben, damit ich euch in Ingame-Time so ein bisschen aufklären kann, wie es läuft. Ja. Die Ingame-Aufnahme läuft auch bei dir, ne? Das Video, nur um sicher zu gehen. Genau, die läuft. Super gut. Jetzt sieht man hier zum Beispiel schon mal die erste Mechanik. Wir toggeln die Waffe, um ein bisschen schneller anzulaufen. Ah. Bedeutet,
Das werden wir den ganzen Stream, den ganzen Run übersehen, dass ich hier die ganze Zeit versuche, mit der rechten, mit dem rechten Steuerkreuz zu toggeln. Mhm. Hier werde ich erstmal so ein bisschen mein Inventar aufräumen. Ich nutze sozusagen die lange Animation von der Tür. Mhm. Um Sachen wegzuschmeißen. Genau. Wir wollen nämlich ein bisschen unser Inventar clean halten. Damit wir ein bisschen schneller im Menü rumhantieren können. Weil das ist im Moment noch meine größte Schwäche. Ich habe ja mit dem Run im Februar angefangen. Mhm. Bin ja grundsätzlich Dark Souls-Enthusiast, sag ich mal. Das heißt, es war jetzt nicht so ein langer Weg, den Run zu lernen. Mhm. Jetzt ist halt viel Muscle Memory und wie waren die Abläufe, Boss-Patterns im Gedächtnis halten und so. Genau. Der Anfang, der ist ja relativ bekannt, dass man hier die Kugel triggert. Mhm. Mit Oscar zu reden ist angeblich schneller als ihn zu töten. Das wollte ich gerade sagen, ja. hab ich nie gegengeprüft, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie Langzeitstudien gibt. Es ist, glaube ich, die Sterbeanimation von ihm, die so lang dauert und bis du ihn looten kannst. Okay. So, hier kann es immer mal sein, dass man getroffen wird. Wenn er hier reinspringt, muss man ihn leider töten. Alles halb so wild. Jetzt Stab Damage. Das Heilen kann ja nur wieder mal ein bisschen in die Hose gehen. Zack. Genau. Sehr gut. Das war ein Fehler. Ich hätte normalerweise zwei Schläge machen müssen und eine Rolle. Das habe ich jetzt natürlich im Eifer des Gefechts vergessen. Zum Aber Glück. Solange man hier so ein bisschen an seinem Po bleibt, ist man relativ sicher. Zum Glück machst du genug Schaden, um nicht lang mit ihm fighten zu müssen. Ja, genau. Es gibt ja noch eine andere Strategie, die man oft bei Speedruns sieht, dass der am Anfang mit Feuerbomben gleich platt gemacht wird. Aber du hast dich für den Generalschlüssel entschieden, weil du schneller nach Blighttown kommen willst wahrscheinlich, oder? Genau. Das liegt auch unter anderem daran, weil ich den Dieb nicht nehme. Also ich glaube, die Runner, die mit den Feuerbomben arbeiten, die nehmen den Dieb, weil der den Generalschlüssel ja von Anfang an hat. Genau. Aber ich nicht. So, ich werde jetzt hier die Brandbomben benötigen. Die werde ich auch relativ früh benötigen, wie man gleich sehen wird. Denn, Moment, ich setze mich mal kurz hier ran, damit ich full life bin. Wir werden jetzt sehr früh das Wasser in den New London Ruins ablassen. Oh. Denn auf dem Weg liegt sowieso etwas, was wir haben möchten, nämlich der ominöse Red Tearstone Ring. Ah ja. Sorgt dafür, dass wenn du... Mehr Damage bei Low Health, ne? Genau. Das finde ich auch so schön an den Speedruns, weil die alle so schön risky sind, weil die alle mit Low Health rumlaufen, um mehr Damage rauszuhauen. Ja, das ist das sich beißen lassen bei Claire für Resident Evil 2 Speedrun. Genau, ungefähr zu sein. Ja. Vielleicht noch ein bisschen härter, weil du dann wirklich wenig hast. Genau so. Ist exakt ja, ist so ja hart. Gut, ist ja gut. Was Härteres kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja gut. Ja, es gibt sehr, sehr viele Stellen, an denen wir wirklich keinen einzigen Schlag kassieren dürfen. Wird nicht immer gut gehen, das kann ich versprechen, weil Nervositätslevel ist natürlich over 9000 hier. aber ja, ich gebe mein Bestes und wir wollen ja in erster Linie den Run sehen. Auf jeden Fall, das sieht bisher auch gut aus, also. Was, da kommen schön viele Erinnerungen zurück. Wie komme ich denn da weiter rum? Kann ich die Geister nicht töten? Ich muss die ganze Zeit an Bonjas, die Liga der Unbekleideten, denken, die ja so einen Run haben, wo du die Bosse abarbeiten musst für Punkte und auch in der neuesten Version unbekleidet. Und, ja. Das bei Twitch? Du wärst da ganz gut. du siehst ja, ne? Das geht. Spieler dürfen ja meistens, also die Spielfiguren dürfen unbekleidet sein. Solange so, jetzt machen wir hier einen Sprung und anschließend einen Quit-Out. Damit uns die Geister nicht verfolgen. Mhm. Denn wir wollen jetzt den Kollegen da oben töten. Und zwar mit Brandbomben und einem Bogen. Wow. Oh. Ach, das ist der Dude, der den Schlüssel hat. Genau. Wenn wir Glück haben, dann sprintet er. Tut er aber leider nicht. Dann würden wir nämlich extra Damage machen. Hm. Jetzt hat er angefangen zu sprinten. Jetzt machen wir 117. Dann braucht man normalerweise auch keine Pfeile mehr. Aber jetzt brauchen wir auch Pfeile. Interesting. Ich mag den Bogen. So, das war's auch. Nice.
Ah, super. Muss ich nicht mal einsammeln. Ja. Hm. Ja, das ist bei vielen, glaube ich, so. Bei den Black Knights kriegt man ja auch in der Regel die Items sofort. Genau. Muss man nicht extra einsammeln. Ich weiß nicht, warum es da Unterscheidungen gibt. Manche Gegner droppen es und lassen dann was liegen, was man aktiv einsammeln muss, und manche nicht. So. Aber es ist schön, mal auch eine andere Kategorie zu sehen. Also, ja. Die kenne ich noch nicht. Das letzte Mal hatten wir Dark Souls hier mit einer Hand. One-handed. Ja, und das war aber auch ein ganz anderer Weg. Das war auch das alte, oder? War schon remastered? Nee, das war auch schon remastered. Da hat der Kollege sogar das erste Mal die Remastered gespielt. Ah. Aber es hat so alles genauso gut geklappt. Ja, hier ist der Red Tearstone Ring, das weiß ich auch noch. Direkt beim Eingang zu Blighttown. Also nebendran. Mhm. Und ich muss gestehen, mein Ingame-Sound ist ein bisschen laut. Es kann sein, dass ich euch hin und wieder mal nicht verstehe, falls ich mal nicht antworte oder so. Okay, mal bitte einfach die. Es ist eh die meiste Zeit Quatsch. Also insofern, du verpasst nichts. Wie oft passiert es hier, dass man dann eben doch getroffen wird, obwohl man ja die Abläufe kennt? Oder läufst du da wie eine Maschine mittlerweile überall durch? Also hier bin ich gerade am Anfang sehr oft gestorben. Und hin und wieder kann es auch noch passieren, dass ich hier sterbe. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich, wie ich laufen muss, um die Gegner, um eine bestimmte Attacke von den Gegnern zu triggern. Ja. So, jetzt wollen wir die Black Knight Halberd. Let's go, drop sie, first try. Ja. Dann wäre der Ryan Fischl, dann muss ich abliefern. Der hat eine 1-3 Chance, oder? Ich glaube, es ist 25%, aber wir haben 4 Humanity genommen. Was bedeutet, wir haben 26, irgendwas, es ist nicht so viel mehr. Okay, jetzt gerade ein bisschen rumgescafft. Nimmst du auch wegen der Ausdauer oder einfach nur, weil es aktuell das Beste ist? Oder? Wegen der Ausdauerregeneration tatsächlich. Es ist so die Combo Black Knight Halberd und das Graswappenschild. So, jetzt mussten wir einen kurzen Quitout machen, weil er ein bisschen schlechte Positionierung hatte. Und beim Quitout wird alles resettet, oder? So die Aggro, genau, die Gegner, resetten ihre, die resetten ihre Position. Bye. Den schubsen einfach von der Klippe. Schön. Für den kriegst du nämlich dann bei Bonja dann 5 Punkte direkt. Da, Black Knight Halberd. Sehr gut. Okay, Weltrekord Pace. Super. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen trainiert die letzten 2 Tage noch mal ein bisschen härter. Also könnte sein, dass wir hier die PB eventuell sehen werden. Let's go. Das passiert selten, aber warte erst mal ab. Na, irgendwas kommt schon noch, wie immer. So, jetzt habe ich mir hier ein bisschen Fall Damage geholt für den Red Tearstone Ring. Ah ja. Damit ich den Crystal Lizard hier in 3 Schlägen killen kann. Der gibt dir Twinklies, oder? Genau. Auf dem Weg liegen auch genauso viele Crystal Lizards, wie wir brauchen, um die Black Knight Halberd dann auf plus 5 zu bringen. Was wir auch tun werden. Mhm. Komischerweise liegen sie genau auf dem Weg, also so, als hätte man sich das genauso überlegt, dass man das speedrunnen kann dann mit der Black Knight Halberd. So. Gut, als nächstes gehen wir zu André und kaufen eine Axt. Mhm. Denn die brauchen wir für den Gargoyles-Bossfight. Damit wir genug Schaden machen, um den ersten Gargoyle zu eliminieren, bevor der zweite kommen kann. Es könnte passieren, dass, wenn der Gargoyle sich ein bisschen schlecht verhält, sage ich mal, und rumscufft, dass er dann, dass wir dann ein bisschen auf Nummer sicher gehen müssen und, den Bossfight normal machen müssen, sage ich mal. Die Black Knight Halberd trägst du jetzt nicht, weil du natürlich noch nicht genug Stats hast. Das kommt erst später. Mhm. Und genau. Die Axt kannst du zum Glück noch mit Gold Pine Resin verzaubern, oder? ja. Aber das werde ich nicht tun, weil ich keine Gold Pine Resin habe. Ja, noch nicht bei dem Boss, ja. Genau. Nee, und ich werde auch gar keinen Gold Pine Resin verwenden, tatsächlich. Ah, okay. Wir werden hier fast ausschließlich mit dem Red Tearstone Ring arbeiten. Mhm. Also immer, wenn von RTSR-Setup die Rede ist, also die Abkürzung, dann meine ich Red Tearstone Ring-Setup. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Mhm. Wir holen uns hier erstmal die Firekeeper Soul, weil wir die 5 Humanity brauchen, die das gibt, wenn man das konsumiert. Mhm. Ist ja voll fies. Bei ihm hier muss man einfach ein bisschen warten, bis er sich vom Acker macht.
was er jetzt gerade aus irgendwelchen Gründen nicht tun möchte. Na, mein Freund. Da. Okay, jetzt haben wir's. Es ist die schlimmste Stelle in den Randomizer. Ja. Oh, das ist doch die schlimmste Stelle im Run. Stelle. Ja, ja, diese ganzen ja. Zombies hier. Stell dir vor, es sind random Gegner alles. Also noch viel schlimmer. Ja, stimmt. Alles hier die Taurus Demons, ne? Ja, da kann alles passieren. Oder Manis oder Gwyn oder Gwyns. Ja. Holy shit. So. Jetzt kommt auch schon der erste Bossfight. Mhm. Das ist tatsächlich der Bossfight, wo am häufigsten was schief geht noch. Na, eine Gargoyle. Aber mal schauen. Wir lassen uns hitten. Und zwar genau zweimal. Das ist perfekt gelaufen. Und jetzt wollen wir erstmal seinen Schwanz abschlagen. So weit kriege ich was das auch jetzt hin. Noch nicht geklappt hat. So. Ah, okay. Die Axt ist so schlecht. Ich hasse diese Axt. Ich musste die mal spielen, weil ich nichts Besseres hatte. Ja, und da sind wir schon gestorben. Ah, schade. Ah, der Mann, er hat sich ein bisschen ungünstig positioniert. Also, wenn er anfängt rumzufliegen, dann, dann braucht das zu viel Zeit, ihn dann noch zu killen. Aber es ist nicht schlimm. Das Schöne an dem Run ist auch, dass man sehr viel retten kann. Ja, das heißt, selbst wenn man als Anfänger, weiß ich nicht, die ersten 3, 4 Versuche macht, kann man den Run immer noch zu Ende bringen. Also es ist noch nichts verloren. Mhm. Aber da sieht man mal, wie krass der Red Tier Stone Ring eigentlich ist, weil normalerweise wäre der Schaden bei weitem nicht so hoch mit dieser Waffe, die noch nicht mal abgegradet ist. Genau. Würdest du sagen, dass das ein für Anfänger geeigneter Speedrun ist? Weil gerade bei Dark Souls würde man es ja eigentlich nicht erwarten. Da ich tatsächlich sogar ein Anfänger bin, würde ich sagen, kann ich es nur empfehlen. Also, wenn man eine gewisse Grundsympathie für die Spiele hat und die Spiele gerne spielt, dann würde ich sagen, als Anfänger absolut machbar, ja. Hm. Ich meine ja auch, eigentlich ist das Schwerste an diese Dark Souls Run sind halt die Bosse. Die musst du halt lernen. Genau. Und der Rest ist eigentlich nur durchlaufen. Meistens jedenfalls. Uff. Ja, noch ein bisschen. Okay. Ja. Sag mal. Oh. Du alte Sau. Das war schlecht. Ah. Ja, wenn es einmal nicht ich läuft. Schon, ich hab's schon geahnt. Das ist dann wahrscheinlich RNG, ob du den wirklich auch abschlägst oder nicht, ne? Nee. Tatsächlich habe ich einfach schlecht gezielt. Also man kann schon gut mit der Kamera zielen. War jetzt tatsächlich eigenverschulden. Aber wenn wir hier durch die Gargoyles durch sind, denke ich, wird erstmal so ein bisschen der Groschen fallen und dann denke ich, sollte der Run auch vonstatten gehen. Wie gesagt, man kann hier auch, wenn man jetzt hier 5-mal stirbt, ist es immer noch nur ein Zeitunterschied von, sagen wir mal, 5 Minuten. Mhm. Und dann ist der Run immer noch bei 1 Stunde und 15 vielleicht, ja, wenn man alles andere richtig macht stattdessen. Ja, ja. Deswegen sage ich, man kann das sehr gut als Anfänger auch empfehlen, denke ich. Vor allem immer der Anfang bei diesen Runs ist halt immer das Schwerste. Nachher, je weiter du bist, desto leichter wird das. Das ist richtig, ja. Ähnlich wie beim Randomizer. Jetzt versuche ich mich aber mal ein bisschen zu konzentrieren. Mhm. Mach mal. Und dann kriege ich das auch hin. Hoffentlich. Go. Einer. Ja, Mann. Sehr gut. So. Wie man sieht, kann man normalerweise die Gargoyles sehr gut staggern. Ich würde jetzt sagen, die Nervosität hat ein bisschen der Konzentration geschadet. Aber es war auch ein guter Fight. Wollte ich gerade sagen, du hast es jetzt auf jeden Fall wieder gut gemacht mit dem Kampf. Aber das ist ja normal, ne? Also, dass auch beim Speedrun gestorben wird, überrascht mich nicht. Ja, ja. Also gerade bei Dark Souls, ONS wird später auch wahrscheinlich ein Thema, je nachdem, weil das ist auch RNG-abhängig. Wir werden auch, wenn
ein bestimmter Anfangsmove bei Ornstein und Smoke kommt, werden wir Quit-Outs machen, um sozusagen nochmal vor das Foggate zu kommen. Mhm. Und den Kampf erneut starten, sozusagen. So. Erste Glocke gebimmelt. Genau. Dann haben wir jetzt auch ein Schlückchen aus der Estus-Flakon-Pulle genommen, damit wir hier einfach runterjumpen können. Ah. Und hier müssen wir jetzt einen Homeward Bone kaufen. Und ihn müssen wir auch töten. Denn er gibt zwei Doppel-Humanity. Hm. Ja, jetzt der ist nervig manchmal. Ist ein doof. Ja, manchmal scufft er auch herum, ja. Aber wie gesagt, wir wollen seine Doppel-Humanity. Dass man seinen Shop nicht looten kann danach. Das Ding ist, beim Randomizer, wenn der Dude nichts hat im Shop, was vernünftig ist, dann töte ich ihn auch immer. Und der kann manchmal echt nerven, weil er nicht parryen kann. So, jetzt haben wir die Grundvoraussetzung geschaffen für die Black Knight Halberd. Das heißt, wir haben 22 Stärke und 18 Dexterity geskillt. Mhm. Damit können wir die beidhändig tragen. Jetzt gehen wir auch schon zu Quelak. Also wir halten uns gar nicht lange auf. Wir machen quasi alle Bosse in der Reihenfolge, in der man sie machen sollte. Also Taurus Demon komplett geskippt, sozusagen. Genau. Braucht man nicht den Weg. Hier gibt es jetzt auch einen kleinen Trick. Man kann sich hier zum Beispiel fallen lassen. Und wenn man genug Fall Damage gesammelt hat, ich hoffe, das funktioniert jetzt, dann kann man Lautrek, von dem wir ja gleich uns den Fabring holen wollen. Sehr gut. Den kann man dann einfach killen, anstatt ihn runterzuschubsen. Hm. Geht ein bisschen schneller. Weil die meisten schubsen ihn eigentlich runter. Ja, ja. Das Bonfire hier werden wir jetzt nicht aktivieren. Weil wir, wenn wir bei Quelak sind, uns dann einfach mit dem Homeward Bone. Ah, jetzt schubse ich ihn doch, egal. Geht auch sehr schnell, möchte ich. Ich wusste gar nicht, dass er auch so auftaucht. Ich dachte, man muss ihn erstmal aus seiner Zelle befreien. Nee, der taucht tatsächlich direkt nach dem Gargoyles-Bossfight auf, egal was man tut. Also okay. Es ist eigentlich wieder was gelernt. Vollkommen Schnuppe. Und ich befreie ihn auch immer jedes Mal noch wie ein Idiot. So. Aber ja, bester Ring, also einer der besten Ringe im Spiel, gibt dir viel Stats, Item Load und Ausdauer und Leben, glaube ich. Mhm. Also nur Ausdauer und Leben, keine genau, Stats. Ja. Also kurz gesagt, der beste Ring im Spiel. Ja. Das muss man einfach so sagen. Hat nur einen Manko, den darfst du nie wieder ablegen, weil sonst es wird da zerstört. Oh. Ja. Hier nehme ich mal zur Sicherheit eine große Seele, die hier auf dem Weg liegt. Mhm. Falls mir mal für die schwarzen Feuerbomben, die wir später kaufen müssen, ein bisschen Seelen fehlen. An der Stelle muss man aufpassen, dass man von den Typen hier nicht eine übergebraten bekommt mit der Keule. Weil deren Gift ein bisschen schneller ist als das Gift unten vom Sumpf. Mhm. Das heißt, damit würden wir es nicht ganz schaffen mit Quelak und dem Bossfight danach, den wir machen wollen. Oh, gibt es hier einen Jump, der relativ risky ist? Das ist der Rückwärtsweg, ne? Oh, den kenne ich gar nicht. Also ich meine jetzt hier runter. Nice, nice, das muss ich mir merken. Das ging jetzt schnell, ja. Was soll das, Speedrun-Abkürzung allgemein? Ja, ja. Möchten wir hier Fall Damage sammeln? Damit wir, wenn wir bei Quelak ankommen, RTSR-Setup haben. Nice. Auch da unten das Bonfire nicht geholt. Hat allzu gut geklappt. Also ich habe noch ein bisschen zu viel Leben. Heißt, er wird nicht direkt getriggert. So. Okay, wir werden jetzt auch die Animation für das Foggate nutzen, um die Black Knight Halberd anzuziehen. Mhm. Oder den Bogen. genau. So, jetzt erstmal abwarten, was sie macht. Die Attacke sie entscheidet sich zu spucken. Wir warten im Moment noch so ein bisschen auf den Red Tearstone Ring. Verdammt. Ja. Das war ein dummer Fehler. Das war ein sehr dummer Fehler.
Denn jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Wo war das Bonfire? Prinzipiell nicht schlimm. Ja, sie hat diese. Moment. Mach ich hier oben, ja. Also ein langer Weg, ja. Diesen Vorwärtsschlag gemacht, mit dem. Ja, muss man eigentlich rechts ausweichen. Und ich war zu weit links. Also ich kann jetzt schon mal spoilern, die PB wird's leider nicht. Aber ja, das ist der Weg, den man sich auf dem Rückweg normalerweise sparen würde. Den haben wir jetzt leider nicht gespart. So. Gucken, ob ich irgendwas ausrüsten kann. Aber nein. Ja, normalerweise versucht man halt auf ihren Oberkörper zu zielen, weil sie dann kurzzeitig gestunt wird. Aber sie hat leider keine Zeit dazu gelassen. Ja, die ist auch ausgewichen als ein paar Mal, habe ich gesehen. Ja, ja. War nicht so geil. Das ist immer das Problem, wenn sie so wegspringt. Ja. Da muss man sich halt nochmal positionieren und nochmal genauso draufhauen, dass man halt den Oberkörper treffen kann. Da macht man auch extra Damage. Was den Boss dann, den Bossfight dann auch ein bisschen schneller macht. So. Schon mittlerweile wie so eine Gewohnheit geworden, die ganze Zeit, wenn man im Elevator rumchillt, dass man ins Menü guckt, ob man irgendwas equippen kann, unequippen kann. Das kann ich mir schon gar nicht mehr abgewöhnen, auch nicht, wenn ich Casual Runs mache oder so. Da fehlt einfach was. Er wartet denn schon gern und tut nichts dabei. Apropos, wie lief eigentlich der Elden Ring Run? Der lief ganz gut. Ja. Ja? Ja, gab zwar auch ein, zwei kleine Sachen, die nicht geklappt haben, aber schau es dir gerne an auf YouTube. Ja, war auch sehr interessant, informativ und spannend. Ja. Ja, gerade bei so neuen Spielen, ne, das ist so, ich habe ja jetzt gesehen, der World Record ist wieder bei 7 Minuten oder so. Ja, knapp unter, also zu dem Zeitpunkt jetzt. Ja. Schon sehr sick. Aber auch jetzt nicht die Kategorie, die wir natürlich gesehen haben. Genau, wir haben eine andere gesehen. Die war. Ach so, okay. Über 30 Minuten. Ja. So, jetzt haben wir leider ein bisschen zu viel Fall Damage kassiert. Darum würde ich jetzt einfach mal zur Sicherheit was trinken. Nicht mal entscheiden, du Fall Damage. Hier ist es auch angeblich schneller, wenn man hier die ganze Zeit rollt, statt zu rennen. Bin ich mir nicht sicher, ob das der Wahrheit entspricht. Das haben sie bei Elden Ring angepasst. Nicht rollen im Gift, sonst verlierst du schnell Energie. Oh, okay. Das war bei den Scarlet Rod, ne? Ja, aber überall, auch wenn du einen normalen Giftboden hast. Ja. Ah, okay. Wenn du da durchrollst, ist es überall auf deinem Körper und du wirst schneller vergiftet. Ah. Smart, ne? Gute Sache. Ich dachte, es wäre nur bei Scarlet Rod, aber gut zu wissen. So. Jetzt aber. Du bist brav, schön weiterspucken. Das ist schlecht. Explosion. Normalerweise kann man da auch auf ihren Oberkörper draufhauen. Hey, Feuer. Ah, schöner Stunlock. Oh, sehr gut. Jetzt hat der Stunlock auch geklappt. Yes. Sehr gut. Super gut. Und wir haben die Seelen aufgesammelt. Das war auch relativ wichtig. So. Gut. Dann beim zweiten Mal. Sie gibt auch relativ viel Seelen. Also 20.000 Seelen ist gerade so für den Anfang, jetzt wo wir noch so nackig sind. Mhm. Echt nicht wenig. Ich nehme mal noch eine Humanity. Wir können insgesamt 2 Stück verschmerzen. Na, jetzt hat er getrunken stattdessen. Auch gut. So, und jetzt machen wir den wahrscheinlich bestdesignten Bossfight der ganzen Souls-Reihe. Den kriege ich auch hin. Ja. Ich habe ganz am Anfang nicht gecheckt, dass man einfach nur kurz warten muss, wenn er seinen komischen, ne, seinen Lava-Gedöns macht.
Hieß ja Ceaseless irgendwas? Ceaseless Discharge. So war das. Genau, Ceaseless Discharge, ja. Kann man übrigens auch rewarden. heißt theoretisch nichts anderes als Unending Ejaculation. Fand ich ganz interessant. Dark Souls. Ja, genau. Ja. Ceaseless Discharge ist schon, glaube ich, ein ganz, ganz feiner Übersetzungsfehler. Mhm. Aber gut. Der sollte auch eigentlich ohne Probleme gehen, wenn er sich so verhält, wie ich es erwarte. Ja, die ersten Male manchmal hat er auch noch versucht, den normal zu killen. Mhm. Ja, ich auch. Ich wusste das halt auch nicht beim ersten Mal. Aber auch so ist der Boss eigentlich nicht super schwer. Ja, man kann sich ja da hinten so in diese Ecke verschanzen, ne? Ja. Na, einfach warten, bis er mit seinen Ärmchen zuhauen will. Genau. So, dann sammeln wir das hier auf. Ist ja irgendwie die Rüstung seiner Schwester oder sowas. Und dann können wir auch schon laufen. Ach, Dämon. Jetzt müssen wir, wie gesagt, nur aufpassen, gucken, was er macht. Mhm. Weil hin und wieder schlägt er seinen Arm hier ziemlich weit nach rechts. Und dann können wir so ein bisschen Splash-Damage bekommen, was wir nicht möchten. Aber im Endeffekt ist das Walking Simulator, muss man einfach sagen, ja. Mhm. Diese Handanimation natürlich immer wieder. Sieht so ein bisschen aus, als ob er so hier so durchläuft. So wie so ein 80er-Jahre John Travolta-Film. Also, ja, klar, so ein Musical, so 50s-Greaser, ja. Grease, so. Wie sie alle heißen. Na? Okay, ich kann die Seele von Quäler gerade nicht verwenden, warum auch immer. Ich dachte, ich spare mal Zeit, aber... Hier, kriegst ein bisschen was. Oh nein, ich bin so blöd, ich bin tot gestolpert. Ey, what the hell? Okay, es irritiert mich ein bisschen, dass ich die Seele nicht nehmen kann, aber ich guck mal gleich. Mhm. Wenn man Quit-Out machen, wenn da was haben wir auch keine ausgerüstet. Irgendwas scheint verbuggt zu sein, tatsächlich. Mach mal einen Quit-Out. Ja. Strange. Dann ist jetzt nicht mehr glitchless, oder? Intentional Glitch. Moment. So, jetzt wollen wir nach Hause. Ah, es ist deswegen auch keine Bonfire eingesammelt, damit man sich den Weg spart. Das ist gut. Genau. Jetzt mussten wir den Weg halt trotzdem gehen. Ja. Aber nicht den Rückweg, immerhin. Jetzt müssen wir 26 Stärke und 80 Kondition skillen. Und um André ist es jetzt gleich geschehen. Oh nein. Oh, der gute Andi. Erst ausnutzen, um die Waffe zu verstärken und dann sowas. Genau. Mit seiner Schmiedekiste. Und warum? Weil er auch wieder Menschlichkeit hat? Wegen des Siegel. Ach ja. Du musst das nicht kaufen. Ich schau dir ins Gesicht. Aber er ist Schmied. Man auch hin, ohne dass er einschlägt. Ganz kurz, er ist Schmied, aber er will boxen? Oh. Ja. Hast du nicht gesehen, wie er die Waffen schmiedet? Er hat gar kein Eisen. Er puncht sie dir. Aber reingehauen. Der kann nicht nur boxen, der kann auch einen Dropkick. Und Dropkick auch noch. Ja. Vielleicht war er ja Profi-Catcher. Ja, also, ne? Ja, wahrscheinlich. Sieht doch aus wie einer. So, also, jetzt kommt gleich mein Lieblings-Boss-Fight aus dem Run. Gleich? Das dauert ja noch. Ja, der Golem. Ja. Zu Quelana gehst du noch nicht, aber später, oder? Quelana? Ist es nicht die, wo du die Humanity brauchst für den Abkürzung? Achso, ja, die Schwester von Quelag, ja. Genau. Genau, da gehen wir ganz, ganz am Ende hin. Okay. Deswegen sparen wir uns das fürs Ende auf. Also Bed of Chaos wird der letzte Bossfight. Uff. Also, es wird kein Bossfight, wir werden ihn cheesen. Hand aufs Herz. Bed of Chaos ist doch easy. Ja, nein, aber ich meine so, also ich würde das nicht mal als Bossfight zählen. Achso. Chaos. Ja. Das ist Auslegungssache. Ja, ich habe nichts gegen mal ein bisschen was anderes Designs, aber Bed of Chaos war schon ein bisschen aber es liegt, glaube ich, auch so an der Lore ein bisschen. Ja. So, hier müssen wir jetzt einen Quit-Out machen, damit wir von der Kugel nicht erwischt werden. Ah. Wir haben Underruns gesehen, die rollen da auch teilweise mal durch die Kugel. No? Ja, das geht. Ja, aber das Timing ist super knapp, ne? Super knapp, ja.
So, jetzt bauen wir als nächstes mal die Faust. Denn der nächste Gegner kriegt eine Rückhandschelle, damit er aus dem Weg geht. Hier mache ich immer den Simon-Trick. Erinnerst du dich, Simon? Nee. Du hast die bei den Randomizer-Run, wo wir aufgezeichnet haben, hast du die alle da auf die Brücke gelockt und dann von den Sensen runtergefallen. Ah, ja, seitdem nenne ich das den Simon-Trick. Gut, der gut. Der Simon-Skip. Ja, es ist immer ein Skip. In die Lore eingeht, es ist immer ein Skip. Okay. Oh, dann nimmt er nicht mal das Bonfire. Das ist eine Frechheit. Der Skimon. Skipmon. Skipmon. Ey, wenn du einen neuen Kanal machst für Speedruns und schon Bimon belegt ist. Skipmon. So, als nächstes kaufen wir uns die zwei Feuerbomben, die wir für Bed of Chaos brauchen. Und töten und zweimal grüne Blüten. Oh, ihn nee, der droppt nichts. Leben. Der droppt nur ein paar Seelen, aber sonst nichts. Denn die grünen Blüten, die werden wir brauchen auf jeden Fall für zwei Bossfights mindestens. Nämlich nee. Nito und Seath. Mehr Ausdauer, Regenerierung, richtig? Genau. Und das stackt ihr auch mit dem Schild, den ich habe. Das heißt, man kann einfach die ganze Zeit spammen. Und bei den Bossfights willst du halt so viel Schaden pro Sekunde wie möglich machen. Jetzt finden wir uns bei dem Kollegen Bob hier, das Red Tearstone Ring Setup. Ja. Der wird in der Speedrun-Szene aus irgendeinem Grund Bob genannt, ich weiß nicht wieso. Er sieht auch aus wie ein Bob. Ja. So. Okay. Anlocken wollte ich jetzt nicht, aber gut. Der Iron Golem wird auch übrigens oft Fall Guy genannt. Mhm. Ja, ich glaube, man dürfte gleich sehen, warum. Ich weiß auch, bei mir ist das auch passiert beim ersten Mal und ich dachte, das wäre mega unique, ja. Voll die coole Geschichte. Und dann stellt sich mir, okay, der Typ macht irgendwie nichts anderes als runterfallen. Nice, direkt geklappt. Nicht mal den Dude da oben geklärt. Nee, ja, sehr gut. Nice. Nee, braucht man tatsächlich nicht. Man will ja nur, dass er runterfällt von der Brücke. Dass der Ritter aber auch nicht mal hier so Petition für ein Geländer unterschrieben hat oder so. Ja, ich meine, der ist da, der lebt da. Dem muss doch bewusst sein, dass das sein Arbeitsumfeld ist. War sein erster Tag? Ich werde es nie verstehen. Ich glaube, Arbeitsschutz ist wird nicht groß geschrieben. Ja, wird nicht groß geschrieben, auf jeden Fall. Der größte Feind von Arno Londo, Statiker. Ja. Das. Tja, das ist ja aber nicht trittsicher. So, jetzt wollen wir auch schon 32 Strength skillen. Das ist auch schon alles, was wir brauchen an Stärke. Ja. Dann können wir noch einen in Kondition stecken, einfach weil Reasons. Mhm. Und dann geht's auch schon durch Anno Londo. So. Jetzt werde ich hier wieder den Aufzug nutzen, um ein paar Sachen anzuequippen. Mhm. Wie zum Beispiel hier die schwarze Robe. Das war's auch eigentlich schon. Oh, nice. Das war auf jeden Sieht Fall. Immer knapp aus, aber das fängt einen dann doch ganz gut auf. Ich schätze mal, in dem Run, du musst nicht ins Gemälde? Nein. Das ist optional komplett. Mhm. Aber hier die Stelle, die ist schrecklich. Das ist mein schlimmster Albtraum. Ja, die ist nicht nice. Ja. Ist casual. Man kann sich, wenn man runterfällt, relativ gut retten, aber diese Guardians hier, die sind wirklich ein Albtraum für Speedruns. Aber er benimmt sich. Boah, wie du da auch drüber rennst. Nee. Er hat sich nicht benommen, aber wir können mit einem Quit-Out nochmal resetten und uns vielleicht retten. Ja, aber gerade die Einblendung von Dark Souls war gerade pure Comedy. Dark Souls. So, wir haben es geschafft. Ah, sehr gut. Das ist auch zum Beispiel eine Mechanik, warum es für Anfänger ziemlich gut ist. Wenn man diese Quit-Outs gelernt hat, dann kann man sich durch so Fehler auch nochmal mit einem Quit-Out einfach retten. Mhm. Also wenn gut reagiert. Genau, ja. Aber die Fallanimation dauert so lange, also das kriegt man auch hin, wenn man langsam ist. Ja, Quit-Outs sind drei oder vier Knöpfe schnell hintereinander. Genau. Und wenn das in der Muscle Memory einmal drin ist, dann geht das ganz gut. Start links XX. Ja,
falls es, also wenn da draußen ein paar Modder und so weiter sind, ich wünsche mir jetzt eine Dark Souls Mod bitte, wo beim Vorunterfallen der Sound von Goofy dann reingemoddet ist. Juhu! Oh, das ist generell immer gut eigentlich. Ja, sowas gibt's bestimmt schon. Es ist wie Streets of Rage 2, wo jeder Sound gegen das Tim Taylor Geräusch dann ausfällt. Jeder Schlag. So, die Stelle ist ein bisschen tricky. Mhm. Casuals, da muss man gleich ein bisschen beobachten. Ja. Weil die schmeißen gerne mal mit Blitzen. Ja. Genauso wie die beiden hier. Ja. Und gleich kommen die Pfeilies. Also. Ja. Einfach rollen, okay, und dann passt es schon. Oh, den haben wir kassiert, ist aber halb so wild. Einen können wir kassieren, zwei lieber nicht. Das ist die der Albtraum für jeden Spieler, der das zum ersten Mal spielt. Ja. Diese Stelle ist wirklich schlimm. Aber sobald du einmal weißt, wie es geht, eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Das habe ich auch noch nie gesehen. Der hat mit seinem Bogen meinen Schlag abgewehrt. Ja, der hat geblockt. Ganz komisch. Das ist eigenartig. Den Rittern hier habe ich das Kontern geübt, eine Zeit lang. Hm. Ah ja, ja, genau. Bei dem kann man das ganz gut üben, ja. In anderen Spielen nie wieder benutzt, aber hier habe ich es geübt. Ja. Hey, wo ist denn Solaire hin? Ach, den hast du gar nicht gesehen. Aber ist auch gut so. Der bräunt sich noch auf dem Vorsprung da. Achso, ich dachte, er ist auf seinem Fischkutter. Jetzt gibt's hier eine kleine Besonderheit. Moin, ihr landet einen Backstep ab. Au. Denn wir wollen ja wieder. Wenig Energie. Wir wollen ja wieder Red Tearstone Ring. Mhm. Den holen wir uns gleich mit ein bisschen mehr Fallschaden dann. Oh, das habe ich auch eine Zeit lang probiert, den Jump hier. Gar nicht so schwer. Ja, da ist so ein Bosskampf, den musste ich eine Handvoll Mal machen. Deshalb habe ich diesen häufiger gemacht. Okay. Weiß nicht, wovon du redest. Meinst du denn? Er ist so ein kleiner. Uff, jetzt schon, ey, jetzt schon. Let's go! Oh. Ja, ich muss sagen, du bist echt schnell. So, er chargt ran. Nee, macht er nicht. Er backt so ein bisschen hinten rum. Das ist ein Pattern, das wir nicht wollen. Das ist einer von. Das ist einer von zwei Patterns, die wir nicht haben wollen. Zum einen, wenn er da hinten mit seiner Blitzmagie rummacht. Und zum anderen, wenn er da beim Chargen irgendwie so rumbackt. Oh. Aber er ist ein Three-Hit. Yo. Mit Red Tears nice. Ring. Krass. Was ganz lustiges. Also Ornstein ist wirklich nicht so der Rede wert. Aber Smough kann er nun wieder mal ein bisschen rumscuffen. Denn er hat diesen Charge-Angriff. Den er eben gemacht hat. Genau. Ja, den mag ich auch nicht. Macht, ja. Wenn er den ganz am Anfang macht, ist nicht schlimm. Aber wenn du nah dran bist und er den macht, hast du quasi keine Chance. Dann musst du irgendwie versuchen, schnell hinter ihm zu kommen. Ja, ich versuche dann immer nach vorne zu rollen und das klappt dann auch. Aber ist manchmal tricky. So. Sehr gut. Das war auch schon der Boss-Fight. Unglaublich. Ja. Sehr krasser Schaden. Ich mache mal meine Splits hier. Wir sind übrigens bei Ingame-Time 35 Minuten. Sind so bei 4 Minuten plus. Okay. Vielleicht retten wir es noch irgendwie. Das ist Speedrandale, Pipi. Also Anna Londo hat sehr gut geklappt. Mhm. Ja, muss ich schon sagen. Also unser Lieblings-NPC. Hier werden wir jetzt auch einen Quit-Out machen. Weil die Türanimation ist lange dauert. Überhaupt doch, ja. Tötest du sie? Ja, dauert sonst zu lang. Ja. Ist ja eh nur eine Illusion. She's not real. Auch lustig, man muss aus irgendeinem Grund an ihren Altar herantreten, nachdem man sie gekillt hat, damit man das Lord Vessel bekommt. Okay. Warum? Keine Ahnung. Der Lord Vessel braucht man hier zum Warpen, ne? So, den Rest stecken wir jetzt erstmal in Kondition. Was kommt als nächstes? Die vier Kings? Ja, aber welchen machst du zuerst? Wahrscheinlich nicht Izalith, deswegen sage ich New London Runes? Nee. Verdammt. Als erstes müssen wir das Lord Vessel abgeben, Leute. Ja, ich meine, aber wo geht's danach hin? Ja, danach gehen wir zu Seath. Seath gleich. Okay. Ah, okay. Genau, da werden wir auch den Skip sehen, den ich vorhin meinte. Also gleich zurück nach Anna Londo, ja? Genau, genau. Okay. Aber mir ist es am Anfang oft passiert, dass ich das Lord Vessel nicht platziert habe. Was doof ist, wenn du dann da oben ankommst, weil das ist auch ein kleiner Laufweg und dann siehst du dieses orangene Fockgate. Das ist mir auch schon passiert. So. Ja, hier sind wir jetzt bei einem der etwas längeren Laufwege. Der große Aufzug hier.
mich hier an der geht's. So, was mir hier an der Ecke hier dunkel jetzt hier auffällt. Ja, das ist natürlich schade dann, wenn man sie gekillt hat, dass man nicht mehr so viel erkennen kann. Mhm. In Elden Ring habe ich keinen Mimic bisher gesehen. Nee. Hier sind ja lauter. Ja. Also hier in der Ecke gerade. Ja, richtig. Aber dafür gibt es diese Teleportkisten, ne? Mhm. Ja. Aber es hat nicht verhindert, dass ich trotzdem gegen jede Kiste geschlagen habe einmal. Ja. Ach, das Schweinchen. Durch ihn kann man übrigens sehr einfach durchrollen. Oh. Er ist der einzige Keiler, bei dem man einfach durchrollen kann, warum auch immer. Der hat keine Hitbox irgendwie. Aber der schon. Der andere schon, ne? So, wir machen einen kurzen Quit-Out. Ich möchte nämlich zur Sicherheit hier das Bonfire mitnehmen. Normalerweise würde ich es nicht mitnehmen, ich würde einfach weiterlaufen, aber... Ja, schon. Okay. Sicher ist sicher. Ja, genau. Nicht, dass wir den Weg hier nochmal laufen müssen. Aber wir müssen ihn erstmal killen, weil sonst können wir uns nicht ransetzen. Mhm. Weil der Duke-Skip, der kann hin und wieder auch mal schief gehen. Und da kann man dann aus Versehen sterben, weil man halt runterfällt. Mhm. Das ist auch das Schöne, ab der Hälfte des Speedruns kannst du halt einfach teleportieren und theoretisch dich an jedes Bonfire setzen zur Sicherheit. Was ganz nett ist eigentlich. Ja. Mhm. Ist auch das letzte... Muss man nicht den ganzen Run resetten. Das letzte Souls-Game, wo es ein bisschen gedauert hat, bis man teleportieren kann. Danach konnte man immer von Anfang an teleportieren. Ich fand's eigentlich ganz nett, weil man konnte die Welt so ein bisschen besser kennenlernen. Ach, aber von Anfang an überall hin zu können, ist auch schon nett. Das ist schon. Ja, das stimmt. Es ist komfortabler, ja. Aber ich glaube, die Spielewelt von Dark Souls 1 würde einem nicht so ans Herz wachsen, wenn es diese Teleportfähigkeit direkt gegeben hätte. Ja. Was ich cool fand, ich glaube, bei Dark Souls 2 war es doch so, wenn du in Majula unten in dieses Haus gehst, da findest du das Lord Vessel kaputt oder so, ne? Oder zumindest vergraben. Ach ja? Deshalb kannst du da schon walken, glaube ich. Irgendwie sowas. Ah, das ist mir neu. Das wusste ich auch nicht. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also irgendwo, ich denke, das war in Majula, irgendwo in diesem Haus, dass da noch, dass du das Lord Vessel unten sehen kannst, irgendwo vergraben. Ja, sick. Ja. Schöner Parry. So, an ihm müssen wir hier vorbei, weil hinter ihm ein Crystal Lizard ist, den wir brauchen, um unsere Waffe abzugraden. Mhm. Und jetzt kommt auch schon der Duke Skip. Das ist eine Wissenschaft für sich, muss ich sagen. Ja, also ich sag mal, in einen von 5 Malen kann er schief gehen. Vielleicht ist die Statistik auch nicht so repräsentativ, aber ich habe den mal, dass er direkt funktioniert. Ich habe den mal in Videos gesehen und habe den selber probiert und nicht wirklich hinbekommen. Hat funktioniert übrigens. Sehr gut. Auch hier eine Besonderheit, wenn man nicht auf die Reling kommt, sondern direkt auf dem Boden, so wie es eben war, also ich bin ja nur so runtergeslidet, dann steht der nächste Hollow im Weg. Ansonsten nicht. Ansonsten kann man einfach vorbeilaufen. Ja, krass, jetzt hast du ganz viel geskippt. Ja, das spart 5 Minuten ungefähr oder ein bisschen mehr als 5 Minuten, glaube ich. Das muss ich mir, glaube ich, auch nochmal angewöhnen. Wegen unterwegs gibt es sowieso nicht viele Items zum Einsammeln. Könnte ich hier auch ein bisschen sparen. Er ist knifflig auf jeden Fall, also das muss man schon üben. Da musst du wie gesagt, ich habe den schon mal probiert und nicht geschafft, also. Da arbeitet man am besten mit diesem Safe Organizer. Da kannst du dann Saves anlegen. Mhm. Und dann immer wiederholen und ausprobieren. Okay. Man kann sich aber auch ganz gut, wenn man es nicht schafft, mit dem Quit-Out retten. Bei dem Duke-Skip. Mhm. Aber ja, gerade am Anfang ist es natürlich Gewöhnungssache alles. Ja. So, jetzt werden wir auf dem Weg zu Seath ein bisschen Fall-Damage sammeln wieder. Mhm. Das ist zum Beispiel ein bisschen Fall-Damage. Dann hier nochmal. Ja, Seath-Boss-Fight ist eigentlich nicht nervig. Also eigentlich ist er ganz okay. Das Einzige, was da nerven kann, sind die Muscheln, die mit reinkommen in den Bossfight. Oh, Bomsis. Und wir wissen ja, alle Bossfights mit Ads sind nervig. Ja. So, hier nochmal Fall Damage. Und nochmal Fall Damage. Und da haben wir's. Sieht man übrigens an dem lila Symbol unter meiner Lebensleiste. Ja. Oder meiner Ausdauerleiste.
Man sieht das rote Schimmern nicht so gut wegen dem Schild gerade. Genau. So. Hier sind drei Crystal Lizards. Mhm. Die hat man da hingestellt, weil es für die Speedrunner einfacher ist. Mhm. Und jetzt kommt auch schon Seath. Es ist hier auch wieder eine Wissenschaft für sich, wie man hier durchrennt, damit keine Muscheln mit reinkommen. Ich schaffe es fast nie, dass keine Muscheln mit reinkommen, leider. Deswegen werden wir uns erstmal darauf fokussieren, die Muschel zu killen, wenn eine mit rein ist. Aber ja. Ich nehme auch schon mal den Bogen in die Hand. Wenn wir Glück haben, haben wir es geschafft, dass keine Muschel mit reinkommt. Hm. So, dann drehen wir uns einmal und schießen den Kameramann ab. Sehr gut. Jetzt haben wir sein Juwel, seine Kronjuwelen quasi. Alter, der Schaden. Verdammt. Boah. Oh, Achtung. Okay. Und das war der Bossfight. Nice. Krass, ey. Ist es ein festes Pattern, wie er angreift? Es ist egal, was er macht, eigentlich. Weil also, er macht ja eigentlich auch mal so eine Attacke, wo er direkt da, wo du standest, vor sich hier alles macht. Macht er aber nicht, wenn er... Also macht er nicht direkt, sagen wir es mal so. Okay, cool. Genau, also Nahkampfangriffe macht er wirklich erst nur im späteren, also frühestens der zweite Angriff ist ein Nahkampfangriff von ihm. Mhm. Das heißt, er macht immer erstmal einen Fernkampfangriff. Das heißt, wir sind da relativ in Sicherheit. Sehr gut. So, als jetzt nächstes kommt der Nice Doggo. Sif. Genau. Ja. Oh. Vollste Boss im Spiel. Ich durfte übrigens letztens lernen, dass es eine Wölfin ist und gar kein Wolf. Verdammt! Jetzt haben wir alle was gelernt, glaube ich. War mir auch nicht bewusst. Macht aber auch Sinn. Also, wenn man sich den Boss genauer anschaut, dann, dann würde da was fehlen. Ja, nun. Stimmt also schon. Ich dachte immer nur aufs dicke Schwert. Ich weiß nicht, mehr, ja, kann sagen, ne? Wo guckt ihr denn hin? Ha! Huh. So, und weil wir André schon gekillt haben, haben wir auch schon das Crest of Artorias. Mhm. Doch, Crest of Artorias heißt es, stimmt. Das kostet sonst 20.000 irgendwie, ne? Genau. Genau. Ja, aber auch hier das versteckte Bonfire finden, hier nebendran. Mhm. Was? Welches Bonfire? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also, war Sif nur DLC oder gehörte normal? Nee, Sif ist normal. Normal, ne? Ja, ja. Ja, aber du konntest den Bossfight beeinflussen, wenn du im DLC vorher begegnet bist. Ja. Sehr traurige Geschichte. Also nicht den Bossfight beeinflussen, aber die Cutscene, Intro-Sequenz, ne? Ist eine andere, ja. Genau. So, hier werden wir natürlich jetzt verfolgt von den Kollegen. Aber man kann hier auch einfach kurz mit der Katze reden. Und dann verfolgen die einen nicht mehr. Der Typ ist cool, der flüstert mit Katzen. Den greifen wir nicht an. So, der nächste wichtige Baustein unseres Runs ist die Steinrüstung. Warum genau? Weil Nito und die Four Kings willst du nicht normal machen. Oder da willst du alles wegtanken. Bei Nito bin ich gleich gespannt, wie mir das auf den Sack gegangen ist mit den Skeletten. Ja. Die sind nervig, aber durch die Steinrüstung kaum der Rede wert. Ja, du wirst dann nicht mehr gestaggert. Ja, das ist geil. Okay. Rollt, wie ihr wollt. Ich bin ein Steinmensch. So. Hier auch wieder ein Quit-Out, weil die Animation zu lange dauert. Man zählt ja die Ingame-Time, deswegen ist es ziemlich wichtig, die Quit-Outs zu machen auch. Mhm. Spart wahrscheinlich insgesamt, weiß ich nicht, 2 Minuten oder so, wenn man... Na, vielleicht nicht 2 Minuten. Aber es spart schon Zeit. So, wir triggern erstmal den Boss und dann holen wir uns den Hornissenring. Den brauchen wir später für Gwyn. Na? Großer grauer Wolf, Sif. Eigentlich müsste es ja Wölfin heißen. Eigentlich ja. Da gibt es auch übrigens einen lustigen Funfact. Wenn Sif wenig Leben hat, dann fängt sie an zu humpeln. Mhm.
Dann ist es noch trauriger. Es geht mir übrigens ähnlich. Aber es ist wirklich einer der schönsten Bossfights der ganzen Souls-Serie, ja, finde ich. Mag ich auch sehr gern. Na komm. Oh. So. Man muss immer kurz abwarten, bis man die Humanity bekommt, weil sonst kriegt man die nicht. Mhm. Das habe ich bei Elden Ring beim Leveln gemerkt. Du musst tatsächlich warten, wenn du einen Gegner killst, bevor du dich warpst, bis du auch dies, das Geräusch hörst. Ich habe sonst immer einen gekillt, so, schnell den Warp zurück. Oh, keine Seelen. Jetzt geht's auch schon runter in die Katakomben, beziehungsweise zu Nito und zu Pinwheel. Laber mal nicht. Relativ schnell abgehakt, die Katakomben. Wird man gleich sehen. Ja, ist auch nur rennen wahrscheinlich und runterfallen. Ja. Nito selbst ist ja auch nicht so runterfallen. Der Weg ist es hier eben. Ja. Ne? Ja, genau. Hast du denn eine Lampe? Nein, brauche ich nicht. Ah, ohne es Lampe gibt, ist es gute super Orientierungspunkte. Nervig. Ja, ich weiß. Das Ding ist, so. beim Randomizer, wenn ich bis zu dem Zeitpunkt keine Lampe habe, dann sammle ich auch im Dunkeln keine Items ein, damit ich mich an den Items orientieren kann. Hangeln, ja. Also du machst auch Death Mountain ohne Lampe. Ne? Ja, das ist ja was anderes. Kriegst das auch hin. Das ist was anderes. Mach ich die im Schlaf. Hier würde ich auch zur Sicherheit mal das Bonfire mitnehmen. Muss man normalerweise auch nicht mitnehmen. Im Prinzip ist fast jedes Bonfire mittlerweile optional. Aber besser safe als sorry. Ja. Ja. Die Laufwege müssen wir uns jetzt nicht unbedingt nochmal anschauen, ja. So wie ganz am Anfang zum Beispiel. Mhm. So, jetzt gibt's hier quasi eine Dropstelle, die einem den Weg sehr, sehr erleichtert. Mhm. Und zwar hier. Dann bist du schon fast bei Pinwheel. Genau. Wir müssen jetzt hier, müssen wir nicht, aber ich möchte hier gerne einen Quitout machen. Weil die Räder. Bone Wheels! Wir kennen sie alle. Ja. Und wir hassen sie alle. Zum Glück habe ich sie noch nicht in Elden Ring gesehen. Wahrscheinlich ich auch nicht. Mimic Bone Wheels irgendwann einmal ja. Auf im DLC oder so, alles zusammen. Aus einer Truhe kommen ganz viele ja, Bone Wheels auf dich zu. Ey, wie so die Büchse der Pandora, dann hast du überall auf einmal Bone Wheels, wenn du die aufmachst. Das ist ja geil, dass die dann sich über die Welt verteilen, ja. So, nicht blinzeln. Ja, ups. Okay, das ging echt schnell. Und du hast noch nicht mal den Bonus. Ja, der hat sowieso sehr wenig Leben. Ich habe das Gefühl, an den kommen die meisten sowieso erst eigentlich zu spät oder so hin. Also der war auch in meinem Run oder in meinem ersten Run ein Pushover einfach, bis ich bei dem war. Neulich musste ich hier in dieser Arena Manus bekämpfen. Das war richtig assig. Ja. Manus in dieser kleinen Arena, ja. Okay. Ja. Wow. Ich habe es zwar geschafft, aber es hat lang gedauert. Ich glaube aber tatsächlich, dass es von den Entwicklern gewollt ist, dass man hier relativ früh reinkommt. Alter, du siehst ja gar nichts. Ja, doch, man sieht schon ein bisschen was. Was ein Schatten. Es gibt Orientierungspunkte, ja. Ja. Das Bonfire nehmen wir auch wieder mit. Das ist das, wo Patches jetzt über dir ist, ne? Ja. Genau. Ich werde auch Patches jetzt töten, weil ich, glaube ich, zwei Humanities genommen habe und gute Entscheidung. Wieder, das werden wir alle genießen. Ja. Oh nein, er ist runtergefallen, okay. Oh. Das war's dann mit den Humanities. Ich glaube, er ist auch nicht gestorben, leider. Oh. Ja. Wirklich. Patches! Aber nicht schlimm. Hey, Patches hat dich reingelegt. Nicht schlimm, nicht schlimm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Hey, erst macht er sowas, ja. Und dann nerft er auch noch die ganzen Tricks bei Elden Ring. Mhm. So, einmal an der Wand entlang. Die Wand ist halt ein guter Orientierungspunkt. Und das war es auch schon mit den Tomb of Giants. Auf dem Weg wäre noch ein. Oh, sorry. Und zum anderen, das Tageslicht ist auch ein guter Orientierungspunkt. Auf dem Weg wäre noch ein Bonfire gewesen, aber das hast du auch geskippt. Brauchst du nicht.
Genau, da wäre ein Bonfire gewesen, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Mhm. Also Nito sollte auch eigentlich kein Problem sein. Der schlimmste Move, den er macht, ist ja normalerweise der, wo er sein Schwert in den Boden rammt und es dann bei dir direkt rauskommt. Aber da gibt es einen ganz einfachen Trick. Da, der Typ hier. Das ist der hier, ne? Ja. So, hier warten wir kurz die Feuerbälle ab. Dann laufen wir durch. Verdammt. Ziehen die dicke Rüsse an. Yeah. Green Blossom nicht vergessen. Mach mir eine Fat Roll. Und ganz wichtig, die Waffe zweihändig nehmen. Deswegen. Ja. Damit kann man das einfach dodgen. Okay. Aha. Wusste ich auch nicht. Das wusste ich nicht. Krass. Hab ich das mit jeder Waffe gesehen? Geht das mit jeder Waffe? Das weiß ich leider nicht. Also es geht auf jeden Fall mit der Black Knight Halberd, wie man gesehen hat, aber ob es die anderen Waffen auch können, weiß ich leider nicht. Und wenn man ganz nah an ihm dran ist, trifft er einen auch eigentlich nicht. Und zusätzlich killt er ganz gerne mal seine eigenen Skelette. Hey, der war im Weg! Was auch ganz nett ist. Ja. So, das können wir jetzt einfach schlucken, den Schaden. Ja. Oh, nice. Oh, jetzt bin ich sogar doch hingefallen. Das ist neu. Und aber er ist tot. Alright. Also tot. Guter Fight, guter Fight. Toter. So, ich mache hier mal die Splits. Ich habe schon 50 Splits vergessen die ganze Zeit. Plus 3 Minuten sind wir in Game. Also geht sogar. Mhm. So, jetzt machen wir die 4 Kings. Der Bossfight ist wirklich einfach nur abwarten, bis alle 4 Kings gespawnt sind und dann... Man kann theoretisch auch, wenn man sehr viel Schaden macht, kann man theoretisch auch 3 Kings haben, aber dafür müssten wir mehr Schaden machen. Da könnten wir zum Beispiel mit dem Red Tearstone Ring arbeiten, aber werden wir nicht. Das wäre auch Copyright wahrscheinlich wegen dem Film. So, nochmal kurz kontrollieren. 14 plus 4, 8. Ah, okay, kriegen wir schon hin. Ich glaube, wir kriegen auch 4 Humanity von den 4 Kings. Von daher. Ja, und das Wasser ist ja jetzt hier schon unten. Das heißt, wir können hier einfach durchspazieren. Mhm. Und müssen nicht erst das Wasser runterlassen. Was sehr angenehm ist. Ja. Auf welcher Stufe ist jetzt deine Waffe? Die ist schon auf plus 5 tatsächlich. Okay. Schon nach dem Seath-Boss-Fight, da haben wir ja direkt die Crystal Lizards unter dieser Kristallhöhle da gefunden. Ich habe das Upgraden nicht gesehen, das ging so schnell. Ja, das habe ich direkt am Bonfire nach Seath gemacht. Ah ja, genau, du hast ja die Smith-Box gekauft, ne? Genau. Ah. Ja, und mehr brauchst du auch eigentlich nicht. Normalerweise brauchst du ja für die anderen Waffen, brauchst du diese Glut. Ja, richtig. Die es gibt. Oder diese Gluten. Was ist die Mehrzahl von Gluten? Embers. Gluten, ja. Genau, die Embers, ja. Und ja, die brauchst du halt nicht, wenn du eine Black Knight Waffe nimmst. Das ist halt das Schöne daran. Hm. Ja, die gehen nur mit Twinklies. Das ist ganz nice. Ha, er geht den Casual Weg. So ein Casual. Man, das ist glitchless. True, das, was du machst. So gehört sich das. Nein, ich hab den Ring vergessen. Oh oh. Ich wusste es. Ich wusste es, dass das passieren würde. Ach ja. Ja. Das sind so die Feinheiten, ne? Ja. Das ist ärgerlich. Das sind so die Feinheiten. Aber gut, soll uns nicht weiter stören. Ist ja nicht zu weit, zum Glück. Ja, das stimmt. Deswegen sage ich ja, also gerade in der zweiten Hälfte des Spiels, wo man eh teleportieren kann, ist der Run sehr verzeihlich. Also wir haben jetzt vielleicht eine Minute verloren oder so. Auf jeden Fall gut fürs Selbstbewusstsein, wenn man dann schon sehr früh unter 2 Stunden kommt. Hm. Das hilft, dran zu bleiben am Training für den Speedrun.
So, jetzt müssen wir leider nochmal durch. Wie viele Tode haben wir jetzt insgesamt? Ich glaube, es waren 4 Stück oder so, ne? Ja, kommt hin. Kommt hin, aber ich habe auch nicht mitgezählt. Ja, im besten Fall schafft man es natürlich ohne Tode. Das ist ein bisschen doof. Den Move sollte er normalerweise nicht machen. Weil der einen two-hittet. Hm. Also es ist besser, wenn sie ihre Stiche machen. Ist besser für das Überleben. So, den Ring hast du jetzt? Ja. Genau, Ring habe ich an, ja. Diesmal schon. Und ich nehme wieder den Casual-Weg. Also wenn du mal Tipps von Profis brauchst, hau mich ruhig an, ich zeig dir, wie man da perfekt abspringt. So, hier legen wir jetzt kurz ein Item ab, damit wir uns besser orientieren können, wo das Bonfire nachher spawnt. Mhm. Es spawnt nämlich genau da, wo man runterfällt. Im allerbesten Fall hat man hier halt auch noch Green Blossoms, also diese grünen Blüten. Mhm. Aber für uns hat es jetzt leider nicht gereicht, wir haben nicht genug Seelen gehabt, um so viele zu kaufen. Ja, dann kann man auch ein bisschen mehr spammen, die Attacken einfach. Bei denen kriegt man übrigens deutlich weniger Schaden, wenn man sehr nah dran ist. Ja. Du kriegst sehr, sehr viel Schaden, wenn du weit weg bist. Das stimmt, ja. Was ja auch Sinn macht. Ich meine, wenn die Klinge einem direkt in der Mitte trifft, ist das ja was anderes, als wenn man mit dem Griff eine übergebraten bekommt. Ja. Aber ja, was halt blöd bei denen ist, ist, wenn die einen grabben oder wenn die diese Explosionsangriffe machen. Den Grab kann man übrigens leider nicht ausweichen, egal was man tut. Die saugen doch auch, die leechen doch auch Humanity, oder? Oder war das Nito? Richtig, richtig, richtig. Die können einem Humanity entziehen, ja. Ich glaube, das macht auch der Grab dann. Also der Grab entzieht Humanity am Ende. Aber nur die, die man schon gepoppt hat, sozusagen. Ja, ja. Einer noch. Also ein halber eigentlich noch. Ja, ja, es ist nur noch ein halber. Deswegen sage ich, also wenn man jetzt hier genug Damage gemacht hätte, hätte man auch 3 Four Kings gehabt. Mhm. Aber soweit bin ich noch nicht, so viel Risiko einzugehen. Das kommt noch. Ja, ich denke auch. Also ich will ja auch den 2 Monaten dran. Genau, genau. Ja, ich will, wie gesagt, den Run schon irgendwann unter eine Stunde drücken. Das wäre schön. Macht ja auch Spaß, den zu üben. Mhm. Ich mag das Grundgerüst von Dark Souls Remastered sowieso sehr gerne. Oder von Dark Souls 1, besser gesagt. Das finde ich auch für den Run auch, also eine gute Länge, wo man auch den öfters mal an einem Tag probieren kann. Mhm. Ja, ja, ja. Alles, was kürzer will, hätte ich immer das Gefühl, scheiße, bei jedem kleinsten Fehler resetten. Ja. So, jetzt kommt Bed of Chaos. Jetzt kommt der längste Laufweg. Mhm. Weil wir müssen den ganzen Weg nochmal runter. Wir haben nämlich kein Bonfire angefasst unten in Blighttown. Oh ja, stimmt. Geschweige ja. denn in Izalith, das heißt, wir können nicht teleportieren. Aber gewollt, also es war jetzt nicht irgendwie aus Versehen. Ich kann schon mal den Hornissenring ausrüsten. Den brauchen wir für Gwyn. Muss man nicht jetzt machen, kann man auch später machen, aber ich mach's einfach mal. Für Gwyn jetzt schon? Nee, nee, Gwyn nicht, noch nicht jetzt schon, aber wir rüsten schon mal den Ring aus für Gwyn. Das ist, der Ring sorgt dafür, dass Critical Hits mehr Schaden machen. Das heißt sowas richtig, wie ein Parry richtig. Oder ein Backstab. Genau, dann brauchen wir nämlich nicht so viele Parries bei Gwyn, was einfach schneller ist. Mhm. Ich meine, der ist ja sowieso nicht der Rede wert, was den Bossfight angeht. Und das sage ich jetzt und ich weiß jetzt schon, ich werde sterben. Nur weil ich das gesagt habe. So. Ja, einmal falsch geparried und er macht Aua. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir haben ja auch viel Leben. Also ja. es ist nicht allzu wenig Vitalität, was wir hier geskillt haben. Richtig, das ist schon genau ordentlich. Aus diesem Grund auch. Ah, diesen Wegen merke ich mir. Ist gut.
Oh, da ist einer runtergefallen. Oh, auch schön. Ja, das passiert ständig im Rando. Das glaube ich, ja. Ja. Wenn du manche gespawnt werden, ja, ist einfach zu groß für die Plattform. Gut? Es funktioniert sehr gut tatsächlich. Kann ich dir mal sehr empfehlen. Jetzt, wo du sowieso so ein guter, wo du dich sowieso gut mit Dark Souls auskennst, schau dir ruhig mal den Rando an. Der funktioniert sehr gut. Okay, ich habe schon mal einen Item Randomizer gemacht. Mit Use What You Get Modus, aber das hat sich leider nicht so getragen. Ja. Ich habe auch mit einem Item Randomizer erstmal angefangen, aber irgendwann. Habe ich dann halt den Enemy Randomizer noch dazu gemacht und das ist einfach viel spannender und lustiger. Ja, ja. Ja, cool, dann probiere ich das auf jeden Fall mal aus. Mach das, wird dir gefallen. Ja, Sia, wann machst du den Speedrun? Och, ich weiß nicht, also ich kann irgendwie Vanilla nicht mehr zocken, glaube ich. Okay, okay. Zu viel Elden Ring Intus oder was? Nee, zu viel Randomizer. Also wenn ich schon weiß, wo alles ist, dann... Ist ja furchtbar. Dann würde ich mir ja sofort halt auch meine Lieblingswaffe holen und dann durchstratzen. Das ist ja wie Videospiele für Babys. Ja. Nein, Quatsch. Nee, ich mag Dark Souls Runs sehr gerne, aber noch lieber mag ich den Randomizer. Ah ja. Und Randomizer Speedrun? Ach nee, lass mal. Das ist zu random. Ja. Hier kann man übrigens aus Versehen Nein drücken bei dem. Dann lässt er dich nicht durch. Und dann muss man ihn töten. Was doof ist, weil da kommen diese komischen Würmer raus, die einen ganz schön zu schaffen machen können. Ja. Okay. Müssen wir noch die Firekeeper Soul nehmen? Für 5 Humanity? Welch eine Verschwendung! Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ein bisschen Verschwendung gewesen. 2 Humanity hätte ich mir aufsparen können. Kann man ja auch zur Heilung nutzen. Mhm. So, und dann wollen wir Menschlichkeit darbieten. Und zwar 32. Eigentlich reichen 30. Ah, wir sind reich. Ja. Genau. So, und dann geht's auch schon Richtung Bed of Chaos. Ja, nice. Das gibst du Centipede und den Fire Sage, richtig? Richtig, richtig. Der Laufweg ist zwar länger zu Bed of Chaos, aber wenn man 2 Bossfights spart, ist das schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Mhm. Hier gibt es theoretisch übrigens auch einen Ceaseless Skip. Da kann man den Bossfight mit Ceaseless Discharge skippen, aber der ist mir zu risky. Da kann man hier an der Stelle, neben dem komischen Eiertypen hier, kann man runtersliden und muss durch die Lava rollen. Oh. Das macht man am besten mit der Steinrüstung, damit man nicht so viel Schaden kassiert. Und dann kann man sich hier so an diesem Gestein entlang rollen. Es ist aber, wie gesagt, da braucht man sehr, sehr viel Feingefühl. Und werde ich wahrscheinlich irgendwann machen müssen, wenn ich unter 1 Stunde kommen will. Aber noch bin ich nicht so weit. Erstmal möchte ich ein paar Mal flawless diesen Run hier machen. Und dann... Ja. Ich muss auch sagen, ich habe den Run auch auf meine individuellen Wünsche angepasst. Da sieht im Endeffekt jeder glitchless Speedrun sieht da anders aus. Ja. Es wird auch nicht immer die Waffe von Patches, ja, statt die Black Knight Halberd dann. Was hattest du gerade gesagt? Ich wollte gerade sagen, man sieht auch in den Speedruns nicht immer die Black Knight Halberd, sondern auch mal andere Waffen. Genau, ja. Jeden selbst überlassen, so halbwegs. Okay, er hat uns gewonnen. Holy shit! Das war fies. Hab ich auch noch nie gesehen. Das ging fix. Schaden, der gemacht hat. Holy shit. Und das nur, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, um das Bonfire zu nehmen. Ne? Ich hätte den normalerweise nicht mal belangen müssen. Aber gut. Da hast du deine Safety. Bei wie viel sind wir eigentlich Realtime? 1:09, ne? Ja. Okay. Da bin ich noch einigermaßen zufrieden, also nicht so viel in die Hose gegangen. Wie gesagt, der Run ist sehr, sehr fehleranfällig. Mhm. Ich hatte schon ein bisschen Bange, muss ich sagen. Ja, bisher war es auf jeden Fall sehr interessant und es passiert ja auch was, ne? Also, ja. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Schaden du machst. Ja, und guck mal, das sind jetzt so 2 Monate Übung. Das ist doch schon ziemlich gut. Ey, klar, genau, das ist voll. Also, das zu können, ist auf jeden Fall, finde ich, ein Skill, den kann man ruhig mal lernen. Da lohnen sich die Monate. Das Schöne ist auch, dass man für das normale Spiel viel mitnimmt. Also, ich mache jetzt auch zum Beispiel einen 100% Run im Stream und. Also, kein Speedrun, einfach nur 100%. Okay.
Und das heißt aber also, auch alle Waffen und so holen, ja, ne? Alle Items? Genau, alle Waffen, alle Ringe, alle Spells. Aua. Viel Grind-Arbeit, aber ich hab dieses Spiel so ins Herz geschlossen, dass ich das einfach machen muss. Warum nicht? Wie lang ist das grob? 100%? Mhm. Uff, also ich bin jetzt bei 8 Stunden oder so. Ich habe noch nicht das erste NG durch. Das geht also schon. Das geht noch. Verbringst du schon ein bisschen Zeit mit dann, ja? Mhm. Nee, das mache ich jetzt mal nur mal sicher. Das war er, der Move. Mhm. Okay. Alright. Dumme Sau, ey. Eieiei. So, Bed of Chaos, den Schieß kennt ihr wahrscheinlich, ne? Mit dem Bogen und den Bomben. Mhm. Ich glaube, der ist allgemein bekannt. Und die Seiten. Hab ich am Anfang auch sehr oft verkackt. Da gibt's irgendwo eine Lücke, glaube ich, die man mit dem Bogen dann durchballern kann, ne? Genau, da gibt's zwei Wurzeln, die man anvisieren muss. Und dann kann man die Bomben werfen. Jetzt machst du ja den Fire Sage, doch? Nee, nee. Ich muss hier vorbei. Da vorne ist doch das Tor. Ach so, ah ja, natürlich. Ah, ja, ja, genau, ja, ja. Genau. Da ist das Tor. Da ist dem Loch. Ich hatte es irgendwie bei Quelana in Erinnerung, das Tor. Ja, man denkt immer, es ist diese Wand bei der Schwester von Quelana, ja, ne? Aber ist sie gar nicht. Ja. Es ist diese wenig auffällige Wand. So. Hier, wo es Solaire durchdreht. Ja, wo ist er denn? Ist noch, er lebt noch. Ihm geht's noch gut. Er sonnt sich gerade. Also, wird am Kopf nicht braun, aber ja, der Rest. Mhm. Stellt sich immer so hin zum Sonnen. Ja, immer genau. Einmal auf dem Bauch und einmal auf dem Rücken. Gut. Ja, wie schon erwähnt, es ist ein sehr langer Laufweg. Wenn man jetzt überlegt, wir kommen vom Firelink-Shrine. Mhm. Einfach nur, um zum nächsten Boss-Fight zu laufen. Man kämpft ja hier auf dem Weg nicht viel. Bei ihm hier gibt es einen Trick, damit er einem nicht eins überbrät. Man schlägt kurz seine Schwanzspitze und kann dann hier an seinem Schwanz entlang laufen. Und dann sollte man ihn beobachten, weil er das da macht. Damit man dodgen kann. Das ist der alte Resident Evil Trick, ne? Schau den Licker an, dann weißt du, was er macht. Apropos Resident Evil, wie lange habt ihr eigentlich den Resident Evil 2 Run trainiert damals? Unterschiedlich, ne? 2 Wochen, Ich glaube, ich habe auch irgendwie so 2-3 Wochen. Also, wir haben. Also intensiviert dann, ne? Ja, genau. Man hat einmal ein bisschen eine Woche geübt, dann Pause gemacht, dann wieder angefangen. Es war so, also wir machen das ja dann nicht so richtig hardcore. Ja, Es war aber recht doch auch gut, also. Es hat gereicht. Genau, aber es war cool. Es war auch recht fixer auf jeden Progress. Fall spannend, ja. Also bei jedem war es zumindest ein bisschen kürzer, immer hatte ich das Gefühl. Ja, ich war da auch echt überrascht, dass man das doch alles lernen kann. Gerade sowas wie mit dem Messer und so, dass die Geschichten. Das ist so belohnend, wenn die dann funktionieren plötzlich. Ja, tatsächlich. Deswegen würde ich euch ans Herz legen, mal einen Dark Souls Remastered Speedrun auszuprobieren zumindest. Ich finde das schon interessant. Es geht mir. Also von der Länge geht es gerade so. Glaube ich, also für mich zumindest, irgendwas über 1,30 ist irgendwann das, dann auch das krass. Schon, ja. Aber die ersten Runs werden natürlich schon länger dauern. Ja, ja, das weiß ich. Nur halt die Zielzeit schränkt ja so ein bisschen ein, wo man hinkommen kann. So, das ist die Wurzel, die wir anvisieren wollen. Das habe ich nie gemacht. Oder? Nice. Easy. Easy. Das ist die zweite. Und das schon. Ja. Was? Jetzt den Boss legen. That's it. Oh! Vorsicht. Oh nein! Das wird so schnell. Pass auf, dass er dich nicht one-hittet. Nein! Oh, das war knapp. Ah. Gerade so. Mann. Alright. Ihr habt gesiegt. Das waren alle Lords. Richtig. Ja? Krass. Auf zum Atem. Hm. Auf zu Gwyn. Jawohl. Jetzt geht's zu Gwyn. Machst Gwyn. Du noch irgendwas mit den Seelen? Also, ich meine. Brauchst du die eigentlich? Ich investiere die noch in Vitalität auf jeden Fall. Okay. Schmeiß die weg. Genau. Ja, danke für deine Hier doch mal was. Sei doch mal ein bisschen YOLO. Ich sei muss mal mich nicht so verkniffen. Ihr Speedrunner, seid immer so verkniffen.
Das ist schlecht. Ich kann auch den gar nicht liegen lassen. So. Gut. Bei Gwyn ist natürlich immer so ein bisschen doof, wenn man den Bossfight verkackt, dass man dann nochmal 2 Minuten hinlaufen muss. Das ist halt gerade am Ende nochmal so ein Downer, wenn man dann irgendwie die PP gerade hat und dann verkackt man doch den Bossfight. Ofen der erste. Aber mit einer großen Lebensleiste geht das. Ja. Ah, und diese natürlichen Aschegeräusche. Man kennt sie. Müsste man in so viel Asche nicht eigentlich untergehen? So seicht, wie das eigentlich sein müsste? Tja. Da ist die schon platt getreten von den anderen Leuten. Ich kann sagen, da sind doch Millionen andere Seelen, Leute. Das ist alles nur so Fußkäse. Ja, ja, wie genau. Eigentlich geriebener Fußkäse. Das ist komprimiert. Komprimierter Käse. Ja, oder es ist Staub und keine Asche. Schuppen. Ach, schön. Mhm. So eine schöne Endzeitstimmung hier an der Stelle nochmal. Mhm. Ganz am Ende vom Spiel. Hat schon ein bisschen Atmosphäre, muss man sagen. Und die Musik gleich auch. Oh ja. Oh ja. Let's go, dude. Ja, ah, erster Parry verkackt, ja. Aber nicht schlimm. Jetzt kann man hier auch ein bisschen RNG beeinflussen. Wenn man während seiner Aufstehanimation was trinkt, dann macht er das da. Ja. Oh. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, wirklich. Nochmal. Manchmal macht er auch das. Genau. Aber den zweiten Schlag kann man dann parieren. Das ist so demütigend für ihn, ne? Bist du voll der Aschenfürst. Kommst du nicht mal dazu, die coolen Moves irgendwie fortzuführen? Oh. Okay, das war's. Ja, warte mal. Wow. Sehr gut. So, der Run ist vorbei, wenn ich hier quasi das Feuer anfasse. Oder aus dem Raum gehst. Das war's. Time. Okay, Time. Time. Time, genau. Sorry. Nice. Schöner Run. Sehr cool. Danke, danke. Sehr, sehr schön. Ja, ey, du hast schon gesagt, ne, man kann sehr viel recovern. Bei dem hier, also ja. Das finde ich wirklich immer ganz gut, ne? Dass man nicht immer das Gefühl dann hat, okay, scheiße, jetzt komplett verkackt oder so. Ja, aber trotzdem, ich finde es gut, dass du gestorben bist, hast du ja auch angekündigt, ne? Weil man, man kann es einfach nicht zu 100% berechnen, es ist keine Wissenschaft. Ja. Also selbst wenn man sich so zu 100% konzentriert, kann es immer sein, dass man mal einen Millimeter zu weit an der Stelle steht und dann doch irgendwie getroffen wird vom Gegner. Es ist Klassik Dark Souls, ja. Und gerade wenn man mit dem Red Tearstone Ring arbeitet und nur so ein Fitzel Leben hat, darf man halt nichts kassieren, ja. Ja, aber das hat spannender gemacht, finde ich auch. Was sagt denn deine In-Game-Time gleich? Oder können wir das im Spiel gleich sehen? Stunde 12 und 10, genau, das können wir jetzt hier sehen. Moment, dann machen wir hier mal das NG Plus weg. Stunde 12 und 10 Minuten, sagt mein Tool. Wunderbar. Ja. Stunde 12 und 12 Sekunden. 12. Sehr gut. Das passt. Genau. Ja, dann werden wir natürlich auch die Ingame-Time dann eintragen. Das ist gut. Safe, safe. Aber ja, ey, war schön, den Kontrast dann mal wieder zu sehen. Wir hatten hier gerade eben Elden Ring vorher aufgezeichnet und jetzt sehen wir den ganz großen Klassiker. Ja, beides zusammen ist auf jeden Fall sehr cool. Spektakulär eigentlich. Und wie gesagt, beides halt nicht langweilig. Also man konnte immer irgendwie gut folgen. Es war nicht einfach nur irgendwas Konfuses an der Wand stehen und glitschen. Und natürlich auch sehr schön erklärt. Ja, das wollte ich auch noch gerade sagen. Das hast du toll gemacht. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir können gerne noch mal einblenden. Du bist natürlich auch auf Twitch unterwegs. Können wir gerne mal zeigen. Wie regelmäßig streamst du? Hast du da feste Zeiten? Ich habe 2 Tage die Woche, wo ich streame, mittwochs und sonntags. Sonntags mittags, mittwochs abends, arbeitsbedingt. Ansonsten hin und wieder auch mal spontan. Wir zocken Dark Souls sonntags und mittwochs spielen wir Retro-Kram. Da bin ich aktuell, mache ich Final Fantasy VII. Oh, sehr gut. Das Original natürlich. Nee, die Steam-Version. Die Steam-Version, das 97er-Spiel. Sind das dann auch Speedruns oder machst du Casual? Nein, Casual. Ich kenne das Spiel ja nicht. Das ist ja blind komplett. Ah.
Sehr gut. Das tut alles weh. Und demnächst natürlich Dark Souls Randomizer bei dir im Channel, richtig? Genau, genau. Enemy Randomizer. Sehr gut. Und bei Simon bald Dark Souls Runs probieren. Ich sag das ja immer, aber natürlich, ich werde direkt morgen anfangen. Nee, ich guck mir das echt mal an. Ich fand das ja interessant. Wir können immer ein Battle machen oder so. Gregor und ich vielleicht. Also, wenn das die Herausforderung ist oder so, kann man sich überlegen. Ich stream's da nicht, aber ich spiel's. Ja, macht mal. Passt dann. Ja, wir können gerne mal hinweisen. Wir sagen dir schon mal danke, aber ihr könnt euch gerne auch da bewerben. speedrandale@rocketbeans.tv, wenn ihr hier mal was gerne präsentieren möchtet oder direkt bei Sia unter @simiclove oder twitch.tv/simiclove101. Machst du denn gerade den Randomizer von Dark Souls? Ja, hin und wieder immer mal wieder Dark Souls Randomizer, Sekiro Randomizer, ganz viele Randomizer zurzeit. Hauptsache Software und fromm. Na. Nicht unbedingt. Es passt schon. Ja. Dann sagen wir dir nochmal danke. Gerne, wenn du dann bei Zeit mal was anderes zeigen möchtest oder nach Final Fantasy VII so auf den Geschmack gekommen bist, dass du den Randomizer oder den Speedrun-Randomizer machen möchtest. Komm gerne vorbei. Gehört, der Maverick macht da einen Speedrun. Den könnt ihr vielleicht einladen. Ja, vielleicht. Ja, macht einige. Nehmen wir alle. Vielleicht. Ja. Wir haben mal Zeit nach der ganzen Chose hier wieder. Ja. Ne? Ja, aber wie gesagt, wir sagen dir danke, wir sagen euch da draußen danke und wir sagen alle gemeinsam tschüss, bis dann. Tschüss. Bye, bye.